Hallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu Factorio, wo. So, Mikrofon steht schon wieder anders. Schräg. Aber sollte funktionieren. Ich bin nur kurz durch die Gegend gelaufen, um zu gucken, was hier eigentlich los ist und warum ist da ein Stück Mauer drauf? Ich habe keine Ahnung. Fragt mich nicht. Ich arbeite hier nur. Wir haben ein paar Fische in der Tasche. Okay. Hier wollte ich auf jeden Fall noch Productivity Modules reinpacken. Hier habe ich mir nur kurz geholt. Sonst ist nicht viel passiert. Okay. Haben wir noch ein Productivity Module? Das könnten wir eigentlich. Doch, stopfen wir es gleich da hinten. Ja, ich kann mir nicht ganz entscheiden, ob ich sie hier reinstopfen soll oder hier rein. An beiden Orten würden sie viel Sinn ergeben. So oder so will ich sie überall haben. Naja, nicht überall. Aber da schon. Science Packs. Wir forschen aktuell nur so langsam, weil wir nicht schnell genug diese Science Packs hier produzieren. Und das liegt hauptsächlich daran, dass wir nicht genug Processing Units haben. Alles andere ist ausreichend da, aber Processing Units sind echt so ein, ja, Bottleneck. Ja, gut, sieht das an. Wir können gerade mal 4 unserer Science Labs benutzen. Nö, ernsthaft? Brechen die da oben durch? Na toll. Wir können nur 4 unserer Science Labs aktuell benutzen. Ja, es geht voran, aber nicht unglaublich schnell. Haben wir eigentlich Repair Packs? Haben wir tatsächlich nicht. Ich würde mal Repair Packs automatisiert produzieren. Ich wundere mich, dass wir das noch nicht machen. Oder machen wir das? Ich habe echt keine Ahnung mehr. Das läuft jetzt schon so lange, dass ich echt nicht mehr ganz durchblicke überall. Wenn, dann würde ich es irgendwo machen, wo ich auch die Bots produziere, weil das gehört für mich so ein bisschen zusammen. Irgendwie packen wir ja automatisiert Repair Packs anscheinend. Ja, ja, hier. Okay, cool. Ich habe nichts gesagt. Plastikproduktion sieht ein bisschen schwammig aus. Könnte besser sein. Könnte aber auch einfach an dem Erdölmangel gerade liegen. Das sollte ja bald besser werden. Das sollte wirklich bald besser werden. Ja, wir haben nur noch ganz wenig Öl hier auf Lager. Und alle Ölraffinerien laufen durch. Ja. Ja. Übrigens, ja, ich habe das Ende der Folge gesehen. Und mir ist direkt ein Fehler aufgefallen. Schnauze! Boah, ist das laut. Mir ist sofort ein Fehler aufgefallen. Nämlich. Wo ist denn unser Ölzug jetzt? Ist der das? Ah ja, da ist er. Hier geblieben. Genau der da. Ich habe hier 75.000 eingestellt. Crude Oil größer als 75.000. Das kann nie wahr werden, weil in den Zug nur 75.000 reinpassen. Ich wollte 74.000. Ich habe nur so viel gelabert, dass ich es nicht so richtig gereiht habe. Ach ja, das wollte ich auch noch machen. Stimmt ja, da war ja was. Ich wollte den Zug kürzen. Naja, gut. Ist ja kein Riesendrama. Müssen wir nur mal schnell machen. Fahren wir erstmal dahin. Dann müssen wir noch den einen Bahnhof halt umbauen. Wir scheinen jetzt tatsächlich fast ausreichend Circuits zu produzieren. Ich habe gerade schon mal nachgeguckt. Wir scheinen tatsächlich jetzt mehr Electronic Circuits zu produzieren, als wir verbrauchen. Erstmal. Ich weiß nicht, wie lange das so bleibt. So, du bist abgeschaltet. Das ist sehr, sehr schön. Ich habe jetzt wieder so viel Munition. Wisst ihr was? Ich stelle jetzt einfach mal ein Autotrash für Munition ein. 200. Ich glaube, damit zählt er die hier auch mit, was okay ist. Man kann ankoppeln. Au. So nicht. Was so? Hey, funktioniert mit G. Ich wusste, ich kann's. Genau. Fahren wir dahin. So, jetzt müsste das Betanken auch funktionieren. Dann fahren wir als nächstes wieder zu der Oil Station. Einfach reinfahren funktioniert nicht. Man muss relativ nah beieinander stehen. Dann die Maus, glaube ich, über die Kopplung halten. Weil die ist tatsächlich. Oder? Geht's einfach so? Oder einfach so G drücken. Weiß nicht, wieso G, aber G.
anscheinend. Geh hinfort. Wo sind wieder Sachen kaputt gegangen? Wahrscheinlich ist wieder einer meiner Bots gestorben. Das sollten wir vielleicht nochmal ausbauen. Oder die hier platt machen. Artilleriezüge. Ich warte auf Artilleriezüge. Dabei erst nächstes. Das nächste Factorio Let's Play wahrscheinlich. Ja. Jetzt sitzen wir hier. Ich hatte gehofft, dass es. Ich hätte hier vielleicht noch ein. Das machen wir auch noch schnell. Manuel, stopp. Ich weiß, damit halte ich den Verkehr auf. Musst mitleben. Ich baue da oben jetzt noch schnell ein Radar hin, damit wir sehen können, was da oben passiert, weil das gefällt mir immer gar nicht zu sehen, was bei meinen Außenposten passiert. Ist schon ganz nützlich, so ein Satellitenfeed zu haben. Insoweit. Bin ich zu leise eigentlich? Es ist. Ich gucke gerade so, wie ich mein Mikrofon am besten aufstelle, ohne dass es jetzt zu stark rauscht oder ich übersteuere. Aber andererseits habe ich so ein bisschen Angst, zu leise zu sein, wenn ich es zu weit wegschiebe. Es ist schwierig. Es gibt irgendwo ein Optimum, nicht. Aber naja, ich habe es noch nicht gefunden. So, Radar. Reinplöppen. Fertig. Tschüss. Das war's schon, was ich erledigen wollte. 29. Ich glaube, ich habe es irgendwie. Ja, ich habe es verkackt, das alles richtig anzuschließen. Deswegen kommt hier so wenig Erdöl raus. Jetzt laufen alle. Wenn alle Pumpjacks laufen, dann bin ich glücklich. Damit müsste sich unsere Produktion nochmal ganz gut erhöht haben. Ja. Ja. Kann man so sagen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ganz plötzlich praktisch verdoppelt. Sehr, sehr schön. Upsi. Kein Wunder, dass das nicht so richtig funktioniert hat. Natürlich wird diese Produktivität auch wieder sinken. Ne? Erdölvorkommen funktionieren ja so, dass sie produzieren immer etwas. Sie gehen nie komplett alle. Aber es wird immer weniger, was man rausbekommt. Also immer weniger pro Sekunde. Schon wieder habe ich Bots verloren, ey. Die schwärmen jetzt erstmal alle aus, um mir Zeug zu bringen, aber ich bin gleich wieder weg. Sorry, Jungs. Ja, da bauen wir auch gleich noch eine Kurve rein. Also erweitern die Kurve, näher die Kreuzung im Prinzip. Genau. Das hier funktioniert nicht mehr. Wir müssen jetzt die Pumpe hier hinpacken. Ist auch nicht weiter schlimm. Muss nur gemacht werden. Und ich hab's vergessen. Ich hab's gesagt, aber ich hab's vergessen. Komme ich mal zur Private Station wieder. Ja, Bots wieder im Arsch. Na toll. Das würde ich mir wirklich noch wünschen. Das ist doof. Aktuell. So. Im Prinzip will ich einfach nur von da nach da wechseln können. Das ist nicht so schwer. Dann bauen wir hier erstmal die ganzen Kackbäume weg. Was einfacher wäre, wenn ich mehr Bots hätte. Hallo? Ah, jetzt. Müssen wir mal rebooten. So. Ja, Züge. Ich mag Züge. Ich habe keine Schienen bei. Und ich sollte hier vielleicht mal ein bisschen mehr als einen einstellen. Siehst du, das kommt davon, wenn man das auf bitte nur einen liefern einstellt. Dann vergisst du mal, da was einzutragen. Schnauze! So. Ist Sicht immer noch so schlimm? Ach so, die Pumpe ist natürlich auch falsch. Ja, okay. Ja. Machen wir jetzt auch. Ja, ist natürlich doof. Daran habe ich nicht gedacht. Deswegen jammert der hier so. Das ganze Kletterradatsch, das kann alles weg. Brauchen wir nicht mehr.
Mach doch das hier ein bisschen simpler. Sehr schön. Schub. Vergiss es. Pumpe. Das war falsch rum. So rum. So. Läuft. Zack, zack, zack. Zack. So. Was wollte ich eigentlich machen? Ich wollte Schienen haben. Habe ich jetzt Schienen? Nö. Warum habe ich keine Schienen? Weil ich nicht im Logistiknetzwerk stehe. Okay. Das ist ein Grund. So. Vielleicht sollten wir mal unsere Logistik-Bot-Anzahl erhöhen. Anscheinend sind 570 zu wenig. Ah, ich liebe Factorio. Kleiner, das sind doch die Logistikbots. Ja, das sind die Logistikbots. Stellen wir mal ein kleiner 1000. Das heißt, er wird jetzt weiter reinpacken, bis wir 1000 Logistikbots haben. Yay! Ja, ich hätte es jetzt auch irgendwie mit diese komische Lösung, die ich schon mal gemacht habe, mit den so und so viele unbeschäftigte Bots. Ja, kann man machen. Muss ich aber nicht. Ich glaube, reicht erstmal für unsere Zwecke, komplett sowas zu machen. Rocket Silo wird weiter erforscht. Ja, läuft ganz langsam. Jetzt habe ich noch einen Waggon in der Tasche. Ja. Hier fehlt Plastik, weil wir nicht genug Erdöl haben. Richtig. Zugeben, wir haben erstmal genug Red Circuits. Das sieht erstmal ganz solide aus hier. Noch mehr Productivity Modules. Die können wir hier erstmal reinklöppeln. Und dann packe ich mein erstes hier rein, weil da werden wir auch... Geht nicht! Ah, stimmt. Man kann sie nicht mehr überall reinpacken. Are only usable on intermediate products. Und die zählen als Endprodukte. Mann, oh. Spielverderber. Ich überlege gerade, ob Science... Man konnte mal in... Kann man hier noch welche reinpacken? Das geht, tatsächlich. Okay, dann würde ich hier wahrscheinlich welche reinmachen, weil... Scheiße, teuer. Also gut, Copper Cable und Batterien, ja, okay. Aber Processing Units und Speed Modules, das tut schon ein bisschen weh. Kann man hier noch welche reinmachen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob Science ein Zwischenprodukt ist. Ich würde ja eher sagen, nee. Man könnte natürlich sagen, nee, aber ist jetzt das Science-Paket in Science-Punkt umwandeln, ist das ein Zwischenprodukt? Hm? Können wir darüber streiten? So, wie sieht's aus? Da kommt unser Tankerzug. Die Tankwaggons, die haben ja alle diesen schönen grünen Bubbel. Ich kriege ihn nicht erwischt, Mist. Ich wollte eigentlich... Haben wir jetzt Schienen? Wir haben Schienen. Okay. Ich wollte ja eigentlich diese blöde Kreuzung da fertig bauen. Öl! Yay! Öl! Gluck, 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 gluck. Oh, ich finde das schön, wie unglaublich schnell das geht. Guckt euch das an. Ich mag das. Kills 19. Nice. Dieser Zug hat bereits 19 Kills. Schön. Endlich haben wir wieder Öl. Meine Fresse. Geht dieser blöde Alarm auch endlich aus. So, der Tank ist tatsächlich voll. Stimmt, wir haben das ja so gebaut, dass wir hier einen relativ kleinen Tank haben. Könnt jetzt mal, können wir mal überlegen, ob man nicht ein größeres Reservoir haben will. Aber ich denke, ist okay erstmal. So, rechts und links gucken. Kommt kein Zug. Okay. Ich habe schon wieder keine Reparaturpakete mehr. Ich glaube, die Bots, die halt, die mitnehmen, die werden immer gekillt. Weil sie dann irgendwo, ja, von Bytern gefressen werden. Und
Und, ne, steht im Weg. Natürlich steht das im Weg. Machen wir mal kurz weg. Brauche ich gleich einen Ersatz. Ah, schön. So muss das gehen. Dann haben wir jetzt hier ein schönes Dreieck. Signale muss ich, glaube ich, noch ein bisschen umsetzen, aber das ist nicht so schlimm. Ich glaube, ich platziere sogar wieder eine Lampe. Oder sogar zwei. Weil ich es kann. Hier ist nicht extrem viel Verkehr, deswegen werde ich jetzt einfach mal... Och! Holla! sagt der, wurde fast vom Zug überfahren. Deswegen werde ich jetzt hier nicht mega ausgefallen mit Signalen arbeiten. Das sollte erstmal schon mal reichen, fast. Ursprünglich war ja der Plan gewesen, hier die Strecke weiterlaufen zu lassen, habe ich aber nie verwirklicht. Ja, okay. Ist auch nicht so schlimm. Wir haben unten eine Strecke. So, das läuft alles noch? Sehr gut. Okay. Haben wir eigentlich schon... Ja, wir haben schon eine richtige Power Armor. Wir haben nur noch keine Power Armor Mark II, ne? Das ist nicht so schlimm. So, wir haben jetzt wieder ein bisschen mehr Petroleumgas auf Kante. Das ist ganz gut. Der Zug ist immer noch am Entladen. Sehr schön. Aber man sieht schon, wir sind durch die... Da waren 75.000 Erdöl drin. Also fast, sagen wir mal 74.000. Hier sind jetzt nur noch 24.000 drin und da sind jetzt noch 15 drin. Das macht zusammen 40.000. Wir sind schon wieder durch 30.000 Erdöl durchgelaufen. Boah. Das ist ziemlich heftig. Das war mir vorher nicht so bewusst. Erdölsystem ist meistens sowas, das nebenbei funktioniert. Und ich achte nicht so drauf, wie viel das eigentlich ist an Zeug. Ja, wir verbrauchen gerade pro Minute 3.000 Erdöl. Autsch. Ja. Naja. Wir müssen es ja nur gelegentlich irgendwelchen Eingeborenen wegnehmen. Kein großes Problem. Wir haben die größeren Waffen. Warum sind hier eigentlich so viele Radare? Ich glaube, die brauche ich hier nicht mehr. Waren ursprünglich dafür da, dass ich das Gebiet um die Spawn-Region herum relativ schnell aufdecken kann. Das brauchen wir nicht mehr. So, gucken wir mal. Können wir auch mal die ganzen Productivity-Modules, die produziert werden, kann ich mir ja mal schicken lassen. Warum habe ich nicht einfach nur 0 eingetippt? Ich weiß es nicht. Ich bin dumm. Das wird sein. So, jetzt haben wir 2 davon. Na, toll. Das dauert ewig. Ich glaube, die Produktion hier werde ich einfach mal vergrößern. Statt Speed Modules zu benutzen, werde ich die einfach größer machen. Ach ja, ich wollte ausprobieren, ob ich die da oben reinpacken kann. Weil im Prinzip bei Science zu sparen... Ey, das geht. Ja, cool. Bei Science zu sparen ist, glaube ich... Am allereffizientesten? Wir kriegen jetzt... Genau, jeden 6. Wissenschaftspunkt umsonst von diesem Labor. Das ist schon ziemlich geil. Das dauert natürlich ewig. Ne? Also unsere normalen Labore haben ein Speed Bonus von 50%, der hat jetzt nur 5%. Nee. Number of Effect Sources. Achso, okay. Ja, ja, wir haben da 2 Module drin. Verstehe. Okay, jetzt kommt wieder Plastik rein und zwar genau zum richtigen Zeitpunkt, denn die Advanced Circuits werden langsam alle. Sehr schön. Kommst du denn her? So, was können wir denn noch Lustiges machen? Wir könnten noch mal gucken, ob wir hier die Produktion erhöhen können. Weil die sind immer unser Bottleneck. Sieht so aus, ja, es sieht so aus, als würden hier nicht genug Eisenplatten ankommen. Die werden alle vorher weggeschnabuliert.
Das heißt, wir sollten hier mal auf Red Belt upgraden. Wenn wir nochmal einen Fast Splitter benutzen. Wahrscheinlich. Oh, ja. Hätte ich mir auch so holen können, aber kack drauf. Tap, 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 tap. Nochmal zu den Tech Circuits. Juju. Juhu. Oh, cool. Beide Züge schon durch. Boah, ja, hier sind die weiter echt fett am Angreifen. Autsch. Wehgetan. Genau, und dann schnappen wir uns doch mal unseren Upgrade-Planner. Der ist sogar richtig eingestellt. Ich benutze ihn so selten. Ja, und upgraden mal hier das alles auf Fast Belt. Super easy. Mal gucken, ob es jetzt reicht. Kurz durchlaufen lassen. Ich muss mir nächstes Mal auch mal... Oh, wie heißt denn das nochmal? Heißt die Bottleneck oder so? Es gibt so eine richtig coole Mod, mit der jede Assembling Machine so einen farbigen Punkt bekommt. Rot, wenn sie gerade nichts macht. Grün, wenn sie gerade optimal ausgelastet ist. Und gelb, wenn sie irgendwie suboptimal ausgelastet ist. So kann man relativ einfach sehen, wo man vielleicht irgendwas verändern will oder soll. Die ist ganz cool. Also, ich achte da nicht immer so perfekt drauf, aber manchmal ist es echt ganz lustig. Gerade wenn es um sowas geht. Massenproduktion von irgendwas. Da kann es schon mal helfen. Okay, wir können die Produktion nochmal ein bisschen steigern. Das ist gut. Jetzt bei fast 900 pro Minute. Na, gehen wir auf die 1000 hoch. Hier bin ich jetzt auch schon fast verlockt, Speed-Modules reinzukloppen. Oder mit Beacons zu arbeiten. Das ging ja auch. Aber es sieht so aus, als würde dafür Eisen fehlen. Schon wieder. An dieser Stelle würde ich aber tatsächlich einfach dieses Eisen, das wir hier noch haben, zusätzlich hier rein zu mergen. Nicht versuchen, diese Eisenproduktion hier noch zu verstärken, sondern einfach, wir haben hier ja noch mehr Eisen. Das benutzen wir nur einfach noch nicht. Nehmen wir noch ein ganzes Yellow Belt. Klopp, 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 klopp. Hier mal kurz ein Underground Belt. Das ist ein bisschen einfacher, so rumzumachen. Dann machen wir das. Ist ein bisschen hässlich, ich weiß. Wo wird schon wieder, sind schon wieder Sachen kaputt gemacht? Blöde Biter. So. Kommt das dann noch zusätzlich rein? Denn jetzt war tatsächlich die Produktion von Eisenplatten der Engpass. Das können wir mal wegmachen, das ist überflüssig. Ich könnte natürlich hier noch weitere Assembling Machines bauen. Ich glaube, inzwischen würde ich wirklich einfach alles mit Speed Modules zuklatschen. Wir haben den Strom. Und ich glaube, die Inserter sind noch... Noch sind sie nicht an der Kapazitätsgrenze. Weil wir halt so schöne Stack-Size-Boni haben, die wir tatsächlich, glaube ich, auch noch weiter erhöhen könnten. Ein Stackers Capacity-Bonus. Holen wir uns nochmal schnell, weil wir dafür keine Hightech Science-Pakete brauchen. Ja, guckt euch das an. So viele Eisenplatten, sehr schön. So, jetzt sieht das aus mit der Produktion. Hat wieder eine kleine Delle gehabt. In den letzten 5 Sekunden haben wir unsere Produktion von 900... irgendwo um die 60, würde ich sagen. Schwankt immer. Aber das ist schon mal ganz okay, würde ich sagen. Angesichts der Tatsache, dass wir jetzt... Ja, okay. Der Verbrauch, der schwankt aber auch extrem.
So, bevor die mir jetzt wieder abhauen. So, bäh. Könnt mich mal. Fahr ich jetzt wieder nach Hause. So. Ich hatte auch überlegt, wir könnten tatsächlich mal... Was ist eigentlich? Das Personal Laser Defense System bauen. Meiner Meinung nach wirklich cool. Autsch. Boah, ist das böse. Ich bin hier echt durch. Ja. Ich wollte da hinfahren, natürlich. Achso, der Block war belegt. Okay. Noch mehr Geschütztürme? Langsam müssten wir womöglich eine andere Form von Versorgung hier einbauen, nämlich eine mit Reparaturpaketen und Ersatzteilen. Oder wir müssen da unten einfach mal aufräumen. Ja, was ich sagen wollte, ich könnte meine Power Armor auch mit Laser Defense Systemen ausbauen, die ich sehr, sehr cool fand inzwischen. Also, die wurde, glaube ich, deutlich gebufft. Ich fahre mal nochmal da hoch, da steht, glaube ich, mein Panzer. War nämlich, glaube ich, mal ziemlich oll. Aber wenn man jetzt einen Power Armor Mark II hat, ist die ziemlich ordentlich. Die kann richtig fett austeilen. Besonders, weil die halt Boni durch Laserforschung bekommt. Das heißt, die wird auch immer stärker. Und am Ende kannst du einfach die Biter wegbatzen, einfach nur indem du rumstehst. So, dann gucken wir. Wir müssen nochmal zur Hauptbasis, um da aufzutanken. Vor allen Dingen Munition. Ich muss nicht unbedingt durch den Wald fahren. Ich kann, aber ich muss nicht. Zug. Mit sehr vielen Circuits. Und noch ein Zug. Ja, auch mit dem Panzer muss man nach links und rechts gucken. Ist da noch Uran im Wald da? Das ist tatsächlich noch Uran im Wald. Ich hätte auch da oben rumfahren können. Ich weiß. Seid doch froh, dass ich mich an die eine Einfahrt erinnere. Die schön große. Da. Jetzt rollt mir noch ein Bot hinterher, der mich reparieren will. So. Signale gerade grün. Schnell rüber. So. Puh. So, dann müssten wir hier tatsächlich einmal nachtanken können. Und dann machen wir uns gleich auf den Weg. Irgendwie wäre es auch noch cool, irgendwie einen Zug zu haben, auf den man mit dem Panzer rauffahren kann. Ich weiß nicht, ob das wirklich so sinnvoll wäre, weil das wäre ziemlich frickelig, das zu machen. Also den da richtig raufstellen und pipapo. Aber so eine Ladebucht wäre auch schon cool, wo der Panzer automatisch beladen wird. Das wäre auch schon mal ganz nett. Dots, dots. Bäume stehen nur im Weg. Ja, und sie filtern ein bisschen Verschmutzung raus. Aber sie stehen hauptsächlich im Weg. Dann räumen wir da unten ein bisschen auf. Ich mache wahrscheinlich nicht alles weg, weil... Boah, dauert ewig und... Ja, löst das eigentlich das Problem nicht. An sich müssen wir hauptsächlich nur so lange durchhalten, wie... bis das Vorkommen alle ist. Dann ziehen wir einfach weiter.
Rohstoffe ausgebeutet, fertig. Daneben. Und mit dem Mann durch. Hey, das ist ja ein Einzelner. Hey. Bumm. Piu, 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 piu. Verdampft sie. Sehr schön. Sollt ihr verdampft sein. Nicht jetzt Wasser fahren, dann bleibt man stehen und ist schnell gefundenes Fressen. Das Wichtigste ist eigentlich nicht stehen bleiben. Habt ihr gesehen? Ich bin voll in die Beiter reingefahren, das hat mich ausgebremst, das hat viel Schaden gemacht. Da die Beiter dann viele Gelegenheiten zum Angreifen haben. Ja, nee. Weg, 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 weg. Oh Gott. Also besonders die Beiter. Die Spitter können ja eigentlich immer auf dich schießen. Aber die Beiter, können dich halt nur treffen, wenn sie dich erreichen. Und dazu musst du üblicherweise stehen bleiben, weil ein Panzer ist schneller als ein Beiter. Ja, ja, ja. Den ersetzen wir gleich. Hoffentlich habe ich genug Repair Packs. Dauert ein bisschen, die Dinger den Panzer zu reparieren. Piu, piu. Vielleicht sollten wir auch die Laserturmstärke noch ein bisschen erhöhen. Gucken wir mal kurz, wie viele Attack Packs wir gerade haben. Nicht viele. Dann können wir zwischendurch noch eine andere Forschung reinklemmen, weil... Naja, was sollen wir machen? Ja. Tun wir das einfach da rein. Ich glaube, wir sollten jetzt aber auch erstmal wieder ein bisschen Ruhe haben. Und damit sollte die Folge auch schon wieder fast vorbei sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Wir nähern uns relativ naja, nicht unglaublich schnell, aber wir nähern uns langsam dem Ende. Wir werden uns mal nächste Folge angucken, was wir noch machen können, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, mit der wir im Prinzip die Raketenrampe erforschen. Ich schätze mal, es wird hauptsächlich auf Productivity-Modules hinauslaufen. Ich werde nur in der Zwischenzeit mit dem Panzer zurückfahren, weil das ist nicht so spannend, oder? Aber hey, wir kriegen immerhin endlich das Holz los. Indem wir es beheizen. Buchstäblich. Bis zum nächsten Mal.